So, jetzt machen wir das Video. Ein Freund dort haben. Ich hatte mich beim Video davor leider versprochen, beziehungsweise die falsche Person angesprochen im Laden. Hallo, Sirona. Danke für die Und die Eule. Wie Kollegin geht es Ihnen? angesprochen. Ah, hallo. Haben Sie Lodgok gefunden? Natürlich. Das habe ich, danke. Wir haben uns nett unterhalten. Er lässt grüßen. Das freut mich. Ich werde nicht nach weiteren Einzelheiten fragen. Und ich werde Sie nicht erneut ermahnen, vorsichtig zu sein. Aber bitte seien Sie's, was immer Sie auch vorhaben. Ich, natürlich. Sie haben erwähnt, dass Sie Hilfe bei etwas brauchen. Das stimmt. Ich dachte, Sie wären genau die richtige Person, um meiner Freundin Dorothy Sprottle in Upper Hawksfield zu helfen. Ich glaube, ich kenne Mrs. Sprottle noch nicht. Sie ist reizend. Ihr verstorbener Mann Aiden war ein Freund meines Vaters. Ich habe bei Dot und Aiden gewohnt, wenn ich hier im Sommer als Schülerin gekellnert habe. Seit Aidens Tod habe ich sie einige Male gesehen, aber hier war zuletzt so viel los, dass ich nicht besonders aufmerksam war. Ob Sie wohl bei ihr vorbeischauen könnten? Sie braucht vielleicht Hilfe beim Sammeln einiger Zutaten für den Mega-Power-Trank. Und Sie könnten dabei auch etwas für mich wiederfinden. Eine Schachtel mit alten Briefen und derlei. Warum hat Mrs. Brottle einen Vorrat an Mega-Power-Tränken? Dot ist eine geschickte Trankmeisterin. Sie versorgt reisende Händler mit dem Mega-Power-Trank. Eine gewöhnliche Vorsichtsmaßnahme, die leider zur Notwendigkeit wurde, seit Ranrocks Anhänger die Handelswege stören. Warum haben Mr. und Mrs. Sprottle ihre Briefe noch nach so langer Zeit? Dort fand sie beim Ausräumen eines Schranks, einige der wenigen, die ich hatte, als ich jung war. Ich weiß gar nicht, was genau in der Schachtel ist. Sicher furchtbar dramatisch. Geschichten einer jungen Hexe und ihrer Freunde. Sie dürfen ruhig hineinsehen, wenn Sie sie finden. Ich kann mir vorstellen, dass sie einige schöne Erinnerungen enthält. Wir sind gespannt. Ich werde versuchen, bei ihr vorbeizuschauen. Das würde mir wirklich viel bedeuten. Und Dorothy sicher auch. Aiden wollte mir die Briefe bringen, als er krank wurde. Dot weiß, wo er sie verloren haben könnte. Sie finden das Dorf nördlich von Hogsmeade. Bitte grüßen Sie Dot von mir. Nördlich von Hogsmeade. Revelium. Auf jeden Fall sehen, dass auch das Hogsmeade rauskommt. Es wird Ihnen noch leid tun. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Ja. Das ist so neblig jetzt. Das ist aus Hogsmeade raus. So. Kurz in die Map reinschauen, ob wir überhaupt schon mal bauen in dem Bereich. Nein, dort müssen wir hin. Okay. Wer hier wohl gelebt hat. Ah, Upper Hawksfield. Wo ist jetzt Mrs. Sprottle? Wieder mal auf Abenteuertour? Wirkt wie ein nettes kleines Ort. Schade, dass Farolf dachte, schwarze Magie sei die Antwort. Rockwood hatte wohl irgendetwas mit seinem Verschwinden zu tun. So, kurz die Beutel mitnehmen. Wie schon mal hier alles herumliegt. Adolf Beaumont ist noch nicht zurück. Wurde wohl von schwarzen Magiern erwischt. Verzeihung, haben Sie gerade Adolf Beaumont erwähnt? Ja, ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Dorothy Sprottle. Ich sorge mich nur um Claire Beaumonts Bruder Adolf.
denn er ist verschwunden. Er wurde im Wald gesehen, wie er schwarze Magie praktizierte. Ich selbst sah ihn in der Nähe einiger Ruinen mit Rockwoods Leuten. Ich fürchte, er hat Ärger mit den Erschwinderinnen, vor allem wenn er Versprechen machte, die er nicht halten konnte. Ich würde selbst bei der Suche helfen, aber niemand will riskieren, auf Renrocks Anhänger zu treffen. Sie scheinen überall zu sein. Das stimmt. Warum sollte Bardolf sich mit den Erschwinderinnen einlassen? Oh, er geriet mit Renrocks Anhängern aneinander. Das hat ihn verändert. Er wollte sich nie wieder machtlos fühlen. Ich glaube, er hat die Erschwinderinnen aufgesucht, um ihre Geheimnisse zu erfahren. Victor Rockwood zumindest scheint immun gegen Renrocks Anhänger zu sein. Könnte Bardolf nicht einfach davongelaufen sein? Nein. Bardolf hat den Laden sein ganzes Leben lang mit Claire geführt. Er würde ihn für nichts aufgeben. Er hat geschworen, in 2 Wochen zurückzukommen. Mein Gefühl sagt mir, er wird festgehalten oder Schlimmeres. Ich kann gern nach ihm suchen. Jede Hilfe ist gern gesehen. Sie könnten zuerst mit Claire sprechen. Vielleicht weiß sie etwas, das ich nicht weiß. Bardolf wurde zuletzt im Wald gesehen und trug dabei einen ganz bestimmten Wollpullover. Einen, den Claire selbst gestrickt hat. Am Morgen. Das ist auch ein Wald wahrscheinlich. Claire wird in ihrem Laden sein, wenn Sie mit ihr reden wollen. Mühle des Goldfass gestottert. Mühle des Goldfass. Okay, wir haben jetzt schon die neue Mission wahrscheinlich jetzt gestoppt. Weil wir jetzt hier mal kurz switchen können, ne? Das geht. Sagen können. Ja, meine Freunde Taten. Dann müssen wir weitermachen. Hallo, Mrs. Brottle. Sirona Ryan hat mich gebeten, Sie zu besuchen. Die liebe Sirona, sie ist wirklich ein Schatz, schon seitdem ich sie kenne. Sie dachte, Sie brauchen vielleicht Hilfe mit den Zutaten für Ihren Megapower-Trank. Da hat sie recht. Mein lieber Aiden hat immer die Horklumpe für mich gesammelt. Seit er starb, ist mein Vorrat geschrumpft. Mein herzliches Beileid, Mrs. Brottle. Oh, danke, mein Aiden. Ohne ihn fühle ich mich etwas verloren. Wenn Sie einige Horklumpe für mich sammeln könnten, würde ich Sie gern für Ihre Zeit entschädigen. Ich kann gern versuchen, ein paar aufzutreiben. Das wäre wunderbar. Ich sorge mich um die reisenden Händler und möchte Ihnen gern mehr Mega-Power-Trank geben. Sirona meinte auch, dass Mr. Sprottle ihr eine Schachtel mit Briefen bringen wollte, bevor er krank wurde. Das stimmt. Ich hatte es fast vergessen. Ich fand sie kurz bevor Aiden starb. Er wollte sie sich mit Sirona bei 1 oder 2 Butterbier ansehen. Die beiden waren immer wie 2 Bowtruckles auf einem Ast. Aiden wurde krank, als er auf dem Weg zu ihr Horklumpe sammelte. Er hat es nach Hause geschafft, aber die Schachtel in der Höhle verloren. Die Höhle befindet sich in den Hügeln südwestlich unseres Dorfes. Dort können sie Horklumpe sammeln und auch die Schachtel finden. Ja. Sirona sagte, dass sie in den Sommerferien immer bei ihnen gewohnt hat, als sie noch in Hogwarts war. Wie war sie so? Oh, du meine Güte. Nun, sie war fast genauso wie heute. Charmant, mit dem Herzen am rechten Fleck, hat sich um alle gekümmert. Oh, wie viel Spaß wir hatten, wenn sie und ihre Freunde uns besucht haben, wie sie herumschwirrten und sich im Zaubern übten. Talentierte Truppe. Ihre Freundin Mirabelle war ein Genie im Garten, hat das alles von ihren Muggeleltern gelernt. Ist das zu fassen? Ja. Erinnern Sie sich zufällig, was für Briefe in der Schachtel waren? Oh ja, natürlich. Ein paar Briefe von ihren Schulfreunden. Schöne Erinnerungen. Es war sogar ein Brief von Sirona dabei aus der Zeit, als sie bei uns wohnte. Ich dachte, sie würde ihn gerne lesen. Wenn ich Briefe aus meiner Jugend lese, staune ich immer wieder, wie sehr ich mich verändert habe und doch dieselbe bin. Danke, Mrs. Brottle. Ich danke Ihnen. Ich werde hier warten. Die reisenden Händler und ich würden uns sehr freuen, wenn Sie die Horklumpe sammeln könnten.
Was machen wir da mit meinem Mädchen? So, finde und betritt die Höhle. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich darin vorzukommen. Come on. Revelio. Das war ein Fehler. Das ein Trick ist. Accio! Excalibur! Ja, was war das? Lazio! Incendio! Protego! Das muss die Höhle sein, die Mrs. Brockle erwähnt hat. Incendio! No! Haben wir die alle weggeknistert? Ich möchte trotzdem noch ein bisschen dran. Revelio. Mal sehen, ob es gut geht ohne Tränke. Ihr hättet uns wenigstens was mitgeben können. Revelio. Ich sollte mich mal umsehen und die Schachtel mit den Briefen suchen. Incendio. Revelio. Wunderbar. Nur noch ein paar Horklumpe zu ernten. Ach, das sind die Horklumpe, okay. Komm, Trinko! Revelio. Ach hier, der Teufelsschlinge ist hier. Start. Komm, Trinko! Lumos. Revelio. Protego. Lumos. Ja, es ist wichtig, deine Zauber zu kennen. Accio. Fast geschafft. Noch ein Horklump übrig. Das sind vorerst alle Horklumpe. Mrs. Brottle wird sich freuen. Incendio! Mensch, wo? Confringo! Na gut, dass ja nicht jeder hier rein kann, ne? Revelio! Sehen wir, die bei uns irgendwie anbauen können, die Dinger. Ja? Ich muss diesen Troll entweder bekämpfen oder ihn umgehen. Arresto Momento. Levioso. Protego. Accio. Confringo! Accio! Arresto Momento! Protego! Accio! Revelio! Accio! Lazio! Protego! Accio. Lazio. Accio. Incendio! Protego! Accio! Lazio! Expelliamo! Das hat er mich erwischt. Sehr schön.
Also ich sag's schon, ich kann es euch nur sagen, geht mit vermehrt Ränken in den Kampf. Revelio! Das sind vorerst alle Horklumpe. Mrs. Brottle wird sich freuen. Ich gerade mit der Zuordnung der Zaubersprüche nicht ganz so zufrieden. Ja, nehmen wir raus, wir nehmen dafür das Ding rein, das scheint ein bisschen besser zu passen. Füttern wollen wir auch nicht. Impulse. So sehen, dass wir das auch irgendwie zusammen machen. Leviose und Impulse. Das Anhalten ist eigentlich ziemlich nice. Also das Depulso machen wir mal mit auf den Kreis. Das Schubsen. Nee, Quark, das wird schon zurück machen, das ist schon irgendwie ein Pachbar. Hier haben wir mal den mit rein. Schade, Feuer eigentlich. Expedierungs oder nein? Hier einen Stützer rein und einen Fix. Revelio! Ich muss diesen Troll entweder bekämpfen oder ihn umgehen. Repulso! Akio! Contringo! Incendio! Lazio! Lazio! Expelliarmus! Contringo! Ich finde es lustig, dass da das mal eine Vorstellung drin ist, ja? Contringo! Lazio! Alles klar, Herr Kommissar. Es läuft wieder sehr gut, sehr schön. Okay, okay, okay. Natürlich hat er die Zauber. Das sind vorerst alle Horklumpe. Mrs. Brottle wird sich freuen. Ich muss diesen Troll entweder bekämpfen oder ihn umgehen. Akio! Protego! Extendiam! Lazio! Alles klar! Bist du nicht über den umgehen sollen? Revelio! Okay. Bist du über den umgehen oder was? Ich hatte trotzdem sehr schade, weil ich hätte es ja noch glatt gemacht. Expelliarmus! Contringo! Es tut mir auf jeden Fall leid, dass wir den Troll nicht machen können. Das nervt mich selber. Revelio! Gegen so einen Troll, ne? Hier ist die Liebe, alles geheilt, okay.
Mrs. Spottle geschrieben. Das müssen Sironas Briefe sein. Ich glaube, das ist alles. Ich sollte zu Mrs. Brottle. Sie wird sich über die Horklumpe freuen. Bull, ist ja kein Problem, ne? Akio! Incendio! Da können wir gar nichts mit dem Wolf, ne? So, wir sollen zurückreisen zu der guten Frau. Es tut mir leid, dass wir den Trollen gemacht haben, aber... Also wie es mir in so einem kleinen Dorf wohl ergehen würde. So schwierig für uns, bin ich ehrlich. Hallo, Mrs. Brottle. Ich habe gute Neuigkeiten. Ich konnte ein paar Horklumpe für Sie ernten. Und ich fand Sironas Schachtel mit den Briefen. Oh, danke. Wie wunderbar. Es wird die reisenden Händler freuen, dass sie ihren Mega-Power-Trank auffüllen können. Und Sirona wird sich freuen, ihre Briefe zu bekommen. Wie nett von Ihnen. Ach, geben Sie gut Acht auf dem Rückweg nach Hogsmeade. Ich sollte diese Schachtel zu Sirona bringen. Sie wollte sie zurückhaben. Was machen wir daraus? Gleich aus Hogsmeade. So, Schnellreise, Gott sei Dank. Mit dem schönen Flohpulver. Auf geht's nach Hogsmeade. Und dann lauf. Ich kann Ihnen gar nicht genug dafür danken, dass Sie das Dorf vor den... Hallo, Sirona. Ich habe gute Neuigkeiten. Ich konnte Ihrer Freundin Mrs. Brottle ein paar Horklumpe für Ihren Mega-Power-Trank besorgen. Und ich fand Ihre Briefe. Oh, danke. Ich wusste, ich kann Ihnen vertrauen. Ich habe mich über einige der Briefe gewundert. Verständlich. Offenbar stammen die meisten Briefe von anderen Schülern. In einem der Briefe wird ein Quidditch-Training erwähnt. Haben Sie gespielt? Das habe ich. Ich war jahrelang Sucherin für Ravenclaw. Bei Merlins Bart. Ich liebe Quidditch. Nichts ist besser, als den goldenen Schnatz zu fangen, wenn man mit 140 Punkten zurückliegt. Ich werde Professor Black die Absage dieses Jahr nie verzeihen. Ich vermisse es, Ravenclaw anzufeuern. Ich sah einen Brief von einer Mirabelle. Ist das Professor Garlic? Ganz recht. Eine meiner besten Freundinnen. Es wird dir sicher nichts ausmachen, dass Sie den Brief gesehen haben. Wir sind uns sehr ähnlich. Besonders, wenn es um junge Menschen geht. Wir finden, Erfahrung ist eine unschätzbare Lehrerin. Wie Mirabelle stets sagt, es ist eine Freude, jemanden erblühen zu sehen. Gerade wenn die Person selbst nicht daran geglaubt hat. Ich sah einen Brief von Ihnen an Mrs. Brottle. Sie scheinen viel Spaß miteinander zu haben. Oh ja, sie brachte mir so viel bei in den Sommern bei ihr und Aiden. Ich weiß besser als jede andere, dass Jugendliche nicht immer leicht zu verstehen sind. Und bei weitem nicht alle waren so nett zu mir wie die Sprottles. Aber ihre Herzlichkeit und die vieler meiner Freunde hat mich einige Hürden überwinden lassen, sagen wir es so. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Mrs. Brottle lässt grüßen. Was hätte ich nur ohne Sie und Aiden getan? Danke nochmal, dass Sie ihr geholfen haben. Und danke für meine Briefe. Es ist schön, in guten Erinnerungen zu schwelgen. So, ein Freund und Rat nochmal abgeschlossen. Ich hoffe, euch hat es trotz den nicht besiegten Troll gefallen. Aber wie gesagt, wir mussten leider kapitulieren. War einfach zu schlecht für den Troll. Und ja, wir hoffen mal, dass wir das nochmal platt machen können. Und das sehen wir gleich in den nächsten Videos. Bis dahin.